Moin. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt euren Computer im Büro, bekommt Besuch, wollt mit denen Videospiele spielen auf dem Computer. Aber das Problem ist, vielleicht passen die nicht ins Büro. Vielleicht will man die auch nicht im Büro haben. Vielleicht hat man auch einen Beamer im Wohnzimmer. Aber hat eben den Computer im Büro und hat keine Lust, das alles umzustellen. Für dieses Problem gibt es eigentlich jetzt schon seit längerem mehrere Optionen. Den Bildschirminhalt über ein Netzwerk, also über den Router, von einem Raum in den nächsten zu streamen. Da gibt es mehrere Hardware-Geräte, die man dann an den Fernseher anschließen kann. Und dann kann man eben den Bildschirminhalt von dem Computer über den Router auf das Gerät streamen, das dann an den Fernseher angeschlossen ist und die Gamepad-Eingaben wieder zurückgibt oder Maus und Tastatur oder wie auch immer. Das kann man natürlich auch nutzen, wenn man aus irgendeinem anderen Grund den Computerbildschirm im Wohnzimmer haben möchte. Und die Geräte unterstützen eigentlich auch alle Maus und Tastatur. Da gibt es eine ganze Menge Software-Optionen, eine ganze Menge Geräte und so weiter. Ich möchte heute mal einen kleinen Test machen, weil ich mich auch selber dafür interessiere, was dafür am besten funktioniert. Das heißt, heute werde ich die Geräte, die ich habe, vergleichen. Das Ganze ist ein bisschen, ich sag mal, unvergleichbar, weil die Qualität des Streams von vielen Dingen abhängt. Das hier gilt eigentlich nur für mein Netzwerk, weil das halt vom Router abhängt, von den Kabeln, von den Anschlüssen und so weiter. Aber vielleicht gibt es einen kleinen Richtwert, was dann auch für dich die bessere Option sein könnte, wenn du eine von denen hast, oder vielleicht für dich einen Richtwert, womit du das mal probieren könntest. Die Versionen werden auch in unterschiedlichen Preisklassen sein, also vielleicht hast du irgendein Gerät schon und dann kannst du es einfach mal damit ausprobieren. Vielleicht hast du noch keins und nimmst dann eher ein günstigeres. Vielleicht willst du sowieso eine Konsole oder sowas haben und dann kannst du das darüber probieren. Wie gesagt, heute werde ich nur so ein bisschen das testen, was ich habe. Und vielleicht hilft es dir ein bisschen. Vielleicht ist auch noch wichtig dazu zu sagen, was ich genau teste. In meinem Fall streame ich in Full HD, also 1080p, in Stereo und mit Ton, also kein Surround, kein 4K, sondern einfach nur 1080p und mit normalem Stereoton. Und es wird dringend empfohlen, das werde ich auch benutzen, eine LAN-Verbindung. Denn über WLAN, da kann häufig mal irgendwie was dazwischen gefunkt werden oder so. Also ich empfehle grundsätzlich, das nur mit einer festen Ethernet-LAN-Verbindung zu nutzen. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns mal die Geräte an. Das erste Gerät ist ein Raspberry Pi 4. Das ist sozusagen die vierte Generation. Es gab noch ein paar Unterversionen von dem Raspberry Pi. Dabei handelt es sich um einen Einplatinencomputer, der ungefähr so groß wie eine Kreditkarte ist, das Linux-Betriebssystem nutzt und ursprünglich für Netzwerke gedacht ist. Dementsprechend niedrig ist auch der Preis. Der liegt so bei, ich sag mal, 50 bis 150 Euro ungefähr, je nachdem, was man für eine Version kauft, für Zubehör. Man kann auch noch ein bisschen günstiger gehen. Der Vierer, würde ich aber sagen, liegt schon ungefähr in der Preisordnung. Ein großer Vorteil vom Raspberry Pi ist, dass es eine große und aktive Community gibt. Und da gibt es auch viele andere krasse Projekte, die man damit machen kann. Also, es gibt echt eine ganze Menge. Da kann man einfach mal googeln oder so. Ich werde da bestimmt auch noch einiges vorstellen. Was die Anschlüsse angeht oder die Interfaces, das Gerät hat zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0 Anschlüsse, zweimal Micro HDMI, der hat Bluetooth, WLAN und LAN und sollte außerdem die meisten Controller, Maus und Tastatur unterstützen. Als zweites schauen wir uns die Nintendo Switch an, die die meisten Zuschauer dieses Kanals vermutlich schon kennen. Das ist eine Spielekonsole von Nintendo, die sowohl mobil, also unterwegs oder hat portabel funktioniert, als auch stationär in einem Dock. Von Haus aus unterstützt sie leider kein In-Home-Streaming, meiner Meinung nach eine sehr vertane Chance. Aber mit einer sogenannten Custom-Firmware kann man Streaming-Programme darauf ausführen und außerdem gibt es eine Android-Version davon. Und davon nutze ich hier in den Tests das offizielle Image. Es gibt da auch aktuellere Versionen, die aber nicht offiziell sind, von daher, damit man weiß, was ich für eine Version benutze. Dadurch, dass es alles nicht von Nintendo unterstützt wird, muss man sich teilweise etwas einarbeiten. Das ist nicht Plug and Play und auch nicht jede Nintendo Switch ist damit kompatibel. Das heißt, da muss man im Zweifelsfall darauf achten, wenn man die kauft. Der Preis beraumt sich bei der Switch um die 300 Euro. Aktuell glaube ich ein bisschen teurer, aber ich denke, die Preise werden auch wieder fallen. Es gibt auch eine günstigere Version, die allerdings keinen gedockten Modus hat. In dem Dock hat die Konsole drei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Ausgang. Das Tablet selber, der Switch, enthält Bluetooth, WLAN, einen LAN-Anschluss gibt es nicht,
Das heißt, da werde ich dann, wenn ich es nicht anders sage, einen USB zu LAN-Adapter benutzen. Normalerweise unterstützt die Switch nur bestimmte Controller. Da wir allerdings sowieso die Switch modden, das heißt eine Custom Firmware nutzen oder Android, sollten bei beiden die meisten Controller funktionieren, sowohl über USB als auch über Bluetooth. Bei der Custom Firmware braucht man nochmal zwei extra Plugins, das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Aber dann gehen die ganzen gängigen Controller, sowas wie PlayStation 4 Controller, Xbox One Controller und so weiter auch auf der Switch. Die nächste Hardware, die wir uns anschauen, wurde tatsächlich für Stream gemacht. Und zwar handelt es sich um den Steam Link, den ich in diesem Video Steam Link Box nennen werde, weil wir auch ein Programm nutzen, das Steam Link heißt, und um das zu unterscheiden, gibt es eben auch die Steam Link Box. Das ist so eine schwarze Kiste quasi, ein bisschen größer als ein Raspberry Pi, ist im Allgemeinen auch ganz gut damit vergleichbar, allerdings nicht ganz so stark auf die Community ausgerichtet, also auf Sachen, die man darüber hinaus damit machen kann. Für den gibt es einerseits offiziell die Steam Link Software, die davor installiert ist, dafür ist er auch gemacht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, andere Anwendungen und andere Streaming-Software nativ darauf laufen zu lassen. Welche das ist, das werden wir uns später nochmal angucken. Gab es im Angebot früher für 10 Euro. Der Normalpreis war bei 50 Euro. Inzwischen wird er aber nicht mehr hergestellt. Das heißt, neu bekommt man den nicht mehr so gut. Das Gerät hat drei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Ausgang, Bluetooth, WLAN und LAN und sollte auch die meisten Controller unterstützen. Genauso wie Maus und Tastatur. Und das letzte Gerät, das wir uns anschauen, das wird die Xbox One sein. Die unterstützt Miracast, kann man sich den Client dafür im Microsoft Store runterladen. Und das ist eine komplette Spielekonsole, genau wie die Switch, aber ein bisschen leistungsstärker. Der Preis fängt bei 100 Euro für die All-Digital-Version an. Inzwischen werden die meisten Versionen davon nicht mehr hergestellt. Und in diesem Test wird die leistungsstärkste Xbox One genutzt, und zwar die Xbox One X. Die Konsole hat drei USB-Anschlüsse. Ein HDMI-Ausgang, kein Bluetooth, die Gamepads, die werden über ein anderes Protokoll angesprochen. Dafür hat die Konsole sowohl LAN als auch WLAN integriert, aber sie unterstützt nur die offiziell kompatiblen Controller, Maus und Tastatur. Also da kann man nicht einfach alle Controller anschließen und meine Maus ging in den Tests auch nicht. Damit haben wir uns jetzt die Hardware angeschaut und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Softwarelösung an, die wir benutzen und vergleichen das Ganze. Zum Testen habe ich primär das Spiel Distance genommen. Das ist ein Autorennspiel, wo man im Tron-Style Lichteffekte hat und so. Ist ganz cool, aber vor allem braucht es einerseits schnelle Reaktionszeiten und andererseits gibt es dort ein schnell ändernes Bild. Und dementsprechend dachte ich, dass sich das zum Testen ganz gut eignet. Und da kam direkt der Schocker. Und zwar lief keins der Geräte ordentlich. Das lag allerdings daran, dass das LAN-Kabel zu einem Gerät drin gesteckt hat, aber das andere Ende nicht im Router. Dementsprechend, nachdem ich den Router mit dem Gerät wirklich verbunden habe, konnte ich mit den richtigen Tests anfangen. Die erste Software, die ich ausprobiert habe, das war Moonlight. Das basiert eigentlich auf den Nvidia In-Home Streaming Optionen für Windows, die für die Schildgeräte gedacht waren. Es gibt auch einen Third-Party-Server, der auf Linux läuft, der keine Nvidia-Karten voraussetzt. Und das Ganze wurde eben in einer Open-Source-Reimplementation nochmal neu implementiert aus der Community. Und diese Version läuft auf sehr vielen Geräten. Genauer gesagt auf der Steam Link Box, auf dem Raspberry Pi, auf der Switch, einerseits nativ und andererseits mit Android. Ein bisschen ist da das Problem, dass viele Versionen eine manuelle Bitrate-Angabe benötigen. Und da habe ich mich, wenn möglich, an den Steam Link-Verbindungsgeschwindigkeiten orientiert. Die Bitrate tut sozusagen an, wie gut das Bild ist, und das darf halt nicht über die Maximalgeschwindigkeit des Netzwerks hinausgehen. Und der erste Versuch war da schon gar nicht so gut. Denn mit dem Switch OS, also der normalen Switch-Version und der Homebrew-Implementation, das hat nicht so gut funktioniert. In 1080p nur laggy. Ich glaube, in 720p ist es okay. Wenn man allerdings auf der Switch Android ausführt, ist das Ganze über LAN gut spielbar. Mit WLAN mit 2,4 GHz würde ich sagen, geht das auch, ist aber ein bisschen laggy. Vielleicht geht das mit 5 GHz noch ein bisschen besser. Für die Steam Link Box gibt es das auch. Das ist allerdings etwas unscharf, aber ansonsten hatte ich da keine größeren Probleme. Und beim Raspberry Pi lief das auch gut, aber ich glaube, dass das nur in 720p lief. Denn es gibt keine GUI, das heißt, man muss ja die ganzen Konfigurationen per Konsolenbefehl machen. Und da hatte ich dann nicht die Zeit für, um das damit noch zu testen. Aber die 720p, die ich glaube, die waren ganz okay. Kommen wir zu der nächsten Softwarelösung, und zwar zum Steam Link in Home Streaming.
Es gibt ja die Videospieldistributionsplattform Steam für PC-Spiele. Die läuft neben Windows auch auf Linux und macOS und dementsprechend läuft auch der Server auf den anderen beiden Betriebssystemen. Das Problem ist, dass das Ganze geschlossener Quellcode ist. Das heißt, das kann nicht auf alle Geräte von der Community portiert werden, aber es werden doch schon einige Geräte unterstützt. Und zwar die Steam Link Box, die dafür auch gedacht war ursprünglich, der Raspberry Pi 4 und die Nintendo Switch, wenn man dort Android benutzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass es da einen Geschwindigkeitstest gibt. Das heißt, anhand dessen kann man dann auch zum Beispiel für Moonlight die optimale Bitrate herausfinden. Kommen wir aber erstmal zu dem Ergebnis von der Switch mit Android. Das habe ich erstmal mit WLAN probiert. Auch mit 2,4 GHz, da hatte ich 80 Megabit. Damit hatte ich manchmal ruckler, aber insgesamt war es gut spielbar. Mit LAN mit 50 Megabit waren die Farben, glaube ich, ein bisschen weniger kräftig, aber es war immer noch gut spielbar und es hatte keine Ruckler. Oder zumindest keine größeren. Bei der Steam Link Box, die ja darauf ausgelegt ist, mit der hatte ich nur 30 Megabit pro Sekunde. Allerdings keine weiteren Probleme, aber ich glaube, die Qualität war da ein bisschen schlechter. Und das insgesamt optimalste Ergebnis, würde ich sagen, hatte ich mit dem Raspberry Pi 4, der mit 90 Megabit gut lief, aber das Verhalten vom Xbox-Controller war ein bisschen merkwürdig. Das heißt, ich würde sagen, die Gamepads könnten da ein bisschen problematisch sein. Die letzte getestete Plattform ist Miracast, oder wie das inzwischen heißt. Das ist ein Protokoll von Microsoft, läuft dementsprechend primär unter Windows. Und da gibt es auch viele angefangene Raspberry Pi-Implementationen und so. Die habe ich allerdings nicht getestet, sondern nur die Implementation für die Xbox. Das andere würde den Rahmen des Videos sprengen und ich glaube, das ist auch nicht so sinnvoll, das noch zu testen für den Raspberry Pi und so. Vor allem, weil es da eben dann unterschiedliche Implementationen gibt. Und hier hat es mich ein bisschen gewundert, dass das Ganze Wi-Fi benötigt für den Handshake mit dem PC. Das heißt, wenn der PC kein Wi-Fi hat, geht das Ganze nicht, obwohl die Übertragung danach durchaus über LAN stattfinden kann. Auch fand ich die Konfiguration, wenn man mehrere Bildschirme benutzt, etwas umständlich. Die Qualität war insgesamt gut. Eigentlich werden auch Maus und Tastatur unterstützt. Bei der Maus hatte ich aber Probleme und Rumble ging auch nicht. Ich hatte auch mal den Eindruck, dass es irgendwie ein paar Artefakte gab und das Gamepad dadurch einiges an Lag bekommen hat. Aber das kann daran gelegen haben, dass das über WLAN und nicht über LAN zu dem Zeitpunkt ging. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Kommen wir also zum Fazit. Wenn man einen Steam Link hat, finde ich den durchaus ausreichend. Da kann man selber Steam oder Moonlight ausprobieren, je nachdem, was einem da besser gefällt. Bei Moonlight muss man aber bedenken, dass die Bitrate manuell eingestellt werden muss. Für den Raspberry Pi war Steam Link so ziemlich das Beste und ich fand, das hat auch so ziemlich allgemein den besten Eindruck gemacht. Die Xbox One war qualitativ gleich auf, da gibt es halt ein paar Einschränkungen und die ist ziemlich teuer. Mit der Performance von den Nintendo Switch Versionen war ich im Großen und Ganzen nicht zufrieden, wobei das unter Android noch okay lief. Es gibt natürlich viel mehr Geräte, mit denen man In-Home Streaming machen kann, aber die jetzt nur alle zu testen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Das braucht eh schon deutlich länger als die meisten anderen meiner Videos. Ich hoffe, dass der Vergleich trotzdem irgendjemandem geholfen hat. Bei genaueren Video-Requests zu irgendwelchen der Sachen kannst du mich nochmal fragen. Also wenn du zum Beispiel gezeigt bekommen möchtest, wie man Steam Link auf dem Raspberry Pi installiert. Bis auf bei den Sachen, die bei Switch im normalen Betriebssystem läuft. Da werde ich keine weiteren Videos bis auf das, was es schon gibt, machen. Was es an Videos gibt, das werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Aber das war's dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.